Covid-19-Erkrankung. Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich Covid-19-Symptome habe? Wenn ich Symptome habe, die auf Covid-19 hindeuten und einen positiven Test habe, dann ist genau das eingetreten, was ich über 2 Jahre versucht habe zu verhindern. Ich habe mich angesteckt. Da ist es wichtig zu wissen, ich muss mir keine allzu großen Sorgen machen, wenn ich geimpft und aufgefrischt bin und keine Vorerkrankungen habe. Es ist keine ungefährliche Erkrankung, aber mit einer Impfung ist man gut gewappnet. Es kommt dann darauf an, dass man andere Leute nicht ansteckt, dass man sich zu Hause isoliert, sich beobachtet, seine Symptome im Blick behält und gegebenenfalls Kontakt mit einer Hausarztpraxis aufnimmt. Muss ich mit leichten Symptomen für eine Diagnose in die Praxis? Es macht schon Sinn, Kontakt zu einer Hausarztpraxis telefonisch aufzunehmen, dann gibt es entweder eine telefonische Beratung oder ein Videogespräch und dann werden bestimmte Dinge besprochen, ob Vorerkrankungen vorliegen, ob eine Störung des Immunsystems vorliegt und eventuell wird dann auch ein Termin in der Praxis vereinbart. Was man nicht tun sollte, wäre einfach so in die Praxis gehen, sondern sich vorher telefonisch anmelden. Was kann ich eigenverantwortlich selber tun? Also die Ziele einer Behandlung sind erstmal, die Erkrankung nicht weiterzutragen, niemanden anzustecken. Das zweite ist, einen schweren Verlauf zu erkennen. Das heißt, dass ich mich beobachte, die Symptome im Blick behalte und eventuell dann auch mit der Hausarztpraxis Kontakt aufnehme. Und das dritte ist, wenn ich Symptome habe, unter denen ich wirklich leide, dass ich die dann auch behandle. Die Symptombehandlung ist auch einer gewissen individuellen Variation unterworfen. Man kann Hausmittel anwenden, muss man nicht, aber wenn man das möchte, ist es erlaubt, sofern sie nicht schaden. Man kann auch mal ein Paracetamol, ein Ibuprofen einnehmen, aber das sind natürlich Medikamente, die Nebenwirkungen haben und da wäre dann auch eine ärztliche Rücksprache sinnvoll. Welche Warnsignale sprechen gegen einen milden Verlauf? Wenn ich selber merke, dass das Krankheitsgefühl zunimmt, dass ich zum Beispiel unablässig huste, das Fieber steigt, ich gar nicht mehr aus dem Bett rauskomme, mich müde und abgeschlagen fühle, dann handelt es sich nicht mehr um einen leichten Verlauf und dann ist auch der Punkt erreicht, dass ich eine hausärztliche Praxis kontaktieren sollte. Wann sollte ich den Notruf kontaktieren? Die 112, die muss ich wirklich nur bei akuten Notfällen rufen, also wenn wirklich auch eine Blaulichtsituation besteht, wenn überhaupt die Luft komplett wegbleibt und es sich um eine Situation handelt, dass jetzt innerhalb von wenigen Minuten ein Notarzt da sein muss, ein Patient nicht mehr ansprechbar ist, ein Angehöriger auf dem Boden liegt, das wäre eine solche Situation. Wann ist ein milder Verlauf überstanden? Nach maximal 14 Tagen ist das in der Regel durchgestanden, in vielen Fällen auch früher. Wenn ich mich wieder fit und gesund fühle, kein Fieber habe, kann ich dann auch wieder anfangen, mich körperlich zu betätigen und auch wieder Sport treiben. Mehr Informationen zum Thema Covid-19 finden Sie auf dem Gesundheitsportal der Stiftung Gesundheitswissen. Wissen ist gesund.